Hallo, jetzt kommen zur weiteren Folge der Stuttgart Karriere auf meinem Kanal und heute spielen wir gegen Sandhausen und Sandhausen ist Tabellen 15. Ist eigentlich eine klare Angelegenheit. 15. wir Erster mit Abstand. Da müssen drei Zähler her. Aber sowas heißt meistens nichts. Wir ziehen uns die schönen roten Trikots an und stellen ein bisschen um. Ginzek vorne hin. Ja. Zimmer wollte ja mal, dass wir rotieren, dann tue ich das. Ich stelle ihn auf die 6. Zimmermann meinte ich. Ich stelle einfach mal wieder mal total um. Manchmal haben wir echt sowas, da musst du total umstellen. Manchmal gibt es so Tage, da bringt alles nichts. Da musst du alles umstellen. Wir haben gar keinen Verteidiger mit. Aber Kaminski könnte ich auch spielen lassen, ne? Ah, lass ich mal auf der Bank. Kral nehme ich dann als Ersatzkeeper mit. Und wir spielen auch heute das Auswärtsspiel nach dem wirklichen Topspiel gegen 60. Gegen 60 war echt, da kann mir niemand was sagen. Es war ein Topspiel gegen 60. Was wir am Ende mit 1-0 uns durchsetzen konnten. Was ganz wichtig war. Hier sehen wir die Augen von Heise. Kennt die Spieler in einer Zeit. Insekt da, wir dürfen anstoßen, wie es aussieht. Ja, dürfen wir auch. Und ich hoffe einfach mal, dass wir eine ordentliche Partie abliefern. Quantizek, Heise. Schickt Quantizek. Er schickt Ginzek. Ginzek, wieder auf Quantizek. Da ist nicht alle was mit Zek. Nur einer, der Zek heißt. Ja. Ja, ah, schade. Stehen tief. Im ersten Blick in die Tiefe. Ich müsste Tusa eigentlich auch trainieren. Mann, man muss echt viele trainieren. Letzten Mal haben wir ja erst Kloster mal reingepackt. Das heißt, ich muss aber Tusa auch noch reinpacken, weil dann entwickelt er sich. Ich hatte den in der Karriere auf einer 82. Und deswegen, also wenn du den trainierst, entwickelt er sich. So, jetzt kriegt den Fuß dazwischen. Sauber, heute Onana auch wieder im Tor. Unser zweiter Keeper, Kral. Spielt eigentlich gar keine Rolle, wenn man es mal so im Zimmer mal stark gemacht. Krigic. Krigic verliert den. Fantizek versucht was, schafft's nicht. Dann der Schuss. Also als 16. Ne, 15. Ne, 16. waren die. Ja, wir haben Druck. Dann reißen wir mit einer schwächten Elf an. Ja, in den Fuß von Großkreuz. Sama. Antizek. Heise. Zimmermann. Erstmal hier Spielaufbau machen. Schade. Sama, schaffst du das? Und jetzt. Jawohl. Schöner Fußball des Tabellen 16. Dann kann Sama das endlich mal stoppen hier. Das geht mir langsam auf die Nerven. Die haben momentan, glaube ich, sogar mehr vom Spiel. Inzek, was tust du da? Hinten rumbammeln. Und denkt er, ach, vorne habe ich nichts zu tun erstmal, dann helfe ich hier hinten mit. Bringe ich den Ball selber nach vorne. Jetzt kannst du aber langsam mal nach vorne gehen. Zick. Ah, danke. Ja, die Kombis sitzen gerade. Zimmermann. Krigic. Und Ginzek kriegt den in die Mitte. Tusa schiebt ein. Schön gemacht von Daniel Ginzek. Er hatte das Auge. Entweder macht er ihn oder er bereitet ihn vor. Jetzt bereitet er ihn mal vor. Er hat das Auge für Lukas Toussaint in der Mitte und er schiebt ein zum Führungstreffer für den VfB Stuttgart. Ah, schön. Das ist doch was Schönes. Wir führen in Sandhausen durch den Treffer und Toussaint, der trifft das zweite Mal schon. Herzlichen Glückwunsch. Und zweiten Saisontreffer. Wem stimmt die denn im Sturm nach? Valzenja? Da ja, weil irgendwie so.
Kennt auch kein Mensch. Yavungu Tichar. Ich lasse es. Ich lasse es, Herr Krigitsch. Was ist da denn für eine Lücke? Was ist da denn für eine Lücke? Wantizek! Danke, schafft er nicht. Ecke. Schade. Klingmann dazwischen. Ecke. Wantizek. Kommt auf Dusa, der schraubt sich hoch. Schade, Dusa will Doppelpack. Aber davon bleibt er erstmal entfernt. Sama. Also der hat viele Ballkontakte schon. Antizek, Kaiser müssen auf ganz engen Raum kombinieren. Schaffen das. Kaiser, Antizek, Kaiser. Der Ball läuft beim Tabellenführer. Schade. Wantizek. Mit Wantizek kann man, glaube ich, auf jeden Fall planen, weil es ist ein guter. Dem kannst du planen. Schön von Wantizek. Krigic. Also Krigic kommt da nicht wirklich durch heute. Er ist halt noch nicht im Rollen. Schön dazwischen. Okay. Ball. Das war nicht gut. War dann fast ungenietet von ihm. Mama. Mama. Und Wantizek mal wieder. Krigic. Zimmermann, warte mal, was hat. Der hat doch bewiesen, dass er schießen kann. Am letzten Spieltag. Kann er das nicht heute auch mal zeigen? Mal kurz den Ball. Der braucht Zimmermann, braucht man einen Ball. Wir wissen, ob wir es auch nicht können. Also in dem Spiel. Oder wir spielen mit Krigic, der dann weg. Eieiei. Ich wachse nach Fußball. Also irgendwie läuft's, aber irgendwie läuft doch nix. Irgendwie kommt dann immer mal Sandhausen zu kleinen abgestackten Nadelstichen da mal durch. Also, wir sollten gefasst sein, dass die vielleicht mal durchkommen durch unsere Verteidigung mit irgendeiner Kombi. Weil die kommen nicht oft, aber wenn sie kommen, ja, gerne. Ich glaube, die haben 10 Punkte, glaube ich. Das heißt, die haben 9 Punkte Abstand zum Tabellen 2. Also, sie müssen jetzt einfach dreimal gewinnen. Der zweite muss zweimal verlieren, dann sind sie weit oben. Da mal. Oder 60, dann halt weit unten. Sein kann. Komm, Ginzek. Zimmer. Ja. Hallo? Müll-Sterne-Skill? Na, Übersteiger-Kanne. Zimmermann, Ecke, oder? Was? Es gibt keine Ecke? Ich. Das ist komisch. Das ist. Ja, gut. Ich glaube, 1000 hat gewechselt. Warum? Ja. Ulowitz kommt für Linzmeier. Muss erstmal Linsen essen. Zimmermann auf Zimmer. Die Namen passen zusammen. Krigic. Okay, Großkreuz. Ja, sauber. Also, ich weiß nicht. Er hat echt eine gute Krigic-Bewertung. Schade. Ich denke, es funktioniert, aber hat nicht. Krigic Lauf. Oder Krigic übernimmt das. Und Großkreuz zieht dann in die Mitte. Hat funktioniert. Und jetzt, come on, Jungs. Zimmer. Zimmer. Großkreuz. Ginzig. Bantizek wird gelegt. Schade. Jetzt Sandhausen, jetzt kommt Sandhausen und ich hab's angesprochen. Onana aber Weltklasse. Weltklasse, der ja, junge Onana. Wir erinnern uns. Nee, wir hatten ja noch ein Unentschieden. Da haben wir gewonnen. Da hat Onana,
Oder haben wir da unentschieden gespielt? Haben wir da unentschieden? Ach, das war gegen Bochum. Da haben wir unentschieden gespielt. Da haben wir 0-0 gespielt. Da hat er auch gut gehalten. Eine Weltklasse-Parade. Und da kommt ja der alte, bekannte Richard Suguta-Pasu. Wer kennt ihn noch? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Suguta-Pasu noch kennt. Ich kenne ihn noch von früher. Kommt. Jawohl, da spielen sie einen Fehlpass. Heiße. Zimmermann. Schade. Pantizek kommt. Zimmer. Krigic ab ganz spitzen Winkler. Und das Ding sah komisch aus. Das Ding sah irgendwie komisch aus. Wenn man es sich nochmal anguckt, wie Knoller den gehalten hat. Toll. Antizek. Ecke. Wie eben angesprochen, ich brauche nicht viele Chancen. Wären dann gefährlich, wie ihr eben gesehen habt. Brustkreuz. Kulowitz hat eben gerade nach dieser Ecke komisch lustig geklärt und Tussaud kommt nicht hin. Gondogan oder so hat geklärt. Egal. Nochmal Vantizek. Oh Gott. War nicht gut. Wir wechseln. Dreimal. Vantizek, der als Kapitän reingegangen ist, geht. Ein Gentner für ihn. Dann machen wir das. So, machen wir das. Spielen wir das. Marvin Wantizek geht. Sorry, wenn es meine Stimme komisch anhört. Ich bin nämlich ein bisschen krank. Sorry. Zimmer, schade. Großkreuz. Zimmermann, Zimmer. Sonora schickt Großkreuz, der schickt wieder Sonora und der wieder Großkreuz. Zimmer. Gentner, der war vielleicht nicht ganz optimaler. Wir haben den noch. Ich sag den Namen nicht, weil ich nicht aussprechen kann. Sollte man Namen aussprechen lernen. Nach dem Video. Ah! Gut herausgespielt, dann kam die Schusschance am Ende sogar bei raus für den Eingewechselten. Besucherkopf oder so. Direktabnahme. Schade. Schade, schade. Da hätte Knaller nichts machen können, glaube ich. Abschlag. Ihr könnt mir auch mal eure Tipps für den Relegat, für das Relegationsspiel in die Kommentare schreiben. Ich hatte schon Herzstillstand. Zimmer irgendwie. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Makarada. Der ist gut, der Typ. Der ist gut, wenn du den trainierst. Kann der Typ werden. Zimmermann. Sonora. Und was? Check, der macht den jetzt und sorgt für die Entscheidung. Ich hab gedacht, der macht ihn und sorgt für die Entscheidung. Sonora gehen, brennen die Nerven durch. Der streift sogar noch ganz leicht den Pfosten. Wir gehen mal auf der Defensive. Die kontern, die kontern, das ist echt gefährlich. Kontern lebensgefährlich. Ja, schön. Er hat nichts, sag ich doch. Ginzek. Hatte mal wieder eine Torbeteiligung. Heute. Ginzek, Riesenchance und Knaller, super gehalten, wirklich. Super gehalten. Zimmer kriegt ihr nicht nochmal rein. Zimmermann. Sunic. Gentner. Der kann einfach mal abziehen. Wieder Knaller dazwischen. Nächste Ecke, Gentner. Sunic. Ja, und jetzt pfeift ab. Er pfeift ab. Wir gewinnen dieses Spiel gegen den Tabellen-16. Mit 1:0. Und die hatten eine Riesenchance. Ne, ja, doch eine. Das Spiel zum Unentschieden gleiten zu lassen. Ich habe es angesprochen, dass die gefährlichsten durch mit einer Chance. Das haben sie dann bewiesen.
Weil leider, ja leider. Tja, zum Glück war Onana, da war es unser Torschütze, Dusat. Der Vorbereiter war Daniel Ginzek. Auf jeden Fall weitere wichtige Punkte, die wir einsacken. Mal gucken, wie lange wir das so halten können. 1860 spielt gegen den Club. Ja. Mal kurz nachgucken, wo der Club steht. Wo steht der Club? Nürnberg ist 8. Ja. Wir haben 2 Unentschieden. Und 2 Gegentore. Defensiv astrein. Nee, Ungarn will ich jetzt nicht so gern Nationaltrainer werden. Es gehen 4 Leute Nationaltrainer. Und Zimmermann bedankt sich für die Chance. Bitte, bitte. Den soll ich halt rausnehmen. Betusert. Pack Sonora raus. Weil mit Sonora. Mit Sonora will ich auch nicht wirklich planen. Also. So, dann trainieren wir jetzt in der nächsten Zeit erstmal diese Leute. Und ja. Leute, mit denen man auf jeden Fall plant. Hier ist die Länderspielpause. Scoutbericht zu Marc Gut. Stand das da gerade da oben? Geil, Baumgartel geht hoch auf eine 73. Und so, man verbessert sich einfach mal in allen Werten einmal hoch. So, und stand das da? Präzisen gefährdet. Man muss das fördern. Ach, der Jugendarbeit, das können wir machen. Das können wir machen. Das mache ich gleich mal. Gut, Marc Gut. Stimmt, an dem war ich ja interessiert. Können wir uns ja noch. Gucken jetzt aber erstmal kurz. Wo ist hier die Jugend? Wir haben kein Geld. Ja, nein. Ja, Netz wird gut eingerichtet. Wir machen doch Jugendarbeit, hält mich nicht. Da ist es doch, Scout. Okay. Pressekonferenz. Wir loben uns. Gucken uns das Scout-Bericht an. Meistens nur die 15-Jährigen. Jo, und dann war es einfach mal gar keine von. Paraguay, ne. Ja, und wir dürfen nochmal trainieren vor dem Spiel. Gegen den KSC. Kliment geht hoch auf eine 71. Hat also das nächste Stärke-Level erreicht. Das freut uns. Und nochmal eine Nachricht, Ginzek. Also komm, okay, Ginzek will im nächsten Spiel spielen, kann er, und wir gehen weiter runter. Ich guck mal kurz nach. Hä, was machen wir denn falsch? Das schaffen wir auch. Erhöht die Spielergehälter, das könnte ich. Maximal. Das heißt, wir sollten da drunter bleiben. Das sollten wir beide schaffen. Alle drei. Ja, das wird schwerer. Verpflichte einen wichtigen Spieler für die Position Stürmer. Der müsste über Ginzek, das heißt ein 80er, schaffe ich nicht. Dann hast du halt gar nicht viel. Deswegen. Der KSC ist 13er, wieder ein Team, was unten steht. Und wie lange ist eigentlich noch? Oh, 2 Monate. Und mit dieser schlechten Nachricht würde ich sagen, wenn ich diese Folge, meine Stimme versagt, über 17 Euro ist mit dem VfB Stuttgart gefallen hat, lasst ein Bewertung da, aber würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.